Herzlich willkommen in Kuala Lumpur. Herzlich willkommen im Majestic Hotel in Kuala Lumpur. Hier sind wir gerade im Zimmer 208, ein wunderschönes Old-Fashioned, Old-Style, Kolonialstil-Zimmer, eine kleine Suite. Ich habe hier ein wunderschönes Upgrade bekommen vom Hotel. Herzlichen Dank dafür an die YTL Hotels. Ich bin gerade auf Einladung vom Koch Norman Musa, ein malaysischer Koch in London und Manchester, hier zum Big Kitchen Festival. Ich bin gerade eben angekommen vom Flughafen hierher und es ist heiß, beziehungsweise in diesem Zimmer ist es dank der Klimaanlage verdammt kühl und windig. Das müssen wir gleich mal runterstellen, aber ich zeige euch mal mein wunderschönes Zimmer hier. Das ist wirklich traumhaft. Hier die Wand mit Spiegeln und Bildern, eine schöne Couch mit Tisch und einigen Äpfeln, ein Schreibtisch mit einem schönen Sessel davor und dann haben wir hier an diesem großen Fernseher, natürlich Flatscreen, haben wir die Minibar versteckt. Die ist selbstverständlich complimentary, das ist im Zimmerpreis schon inbegriffen. Alles was da ist, kann man kostenlos trinken. Hier gibt es im Schrank ein Fach mit Gläsern und Teebeuteln und Tassen und allem was man noch so braucht. Leckere Pistazien, die sind von mir nicht sicher. Da unten ist ein Wasserkocher, aber mir wurde gerade schon gesagt, dass ich selbstverständlich beim Butler Service, der hier zu dem Zimmer dazugehört, ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen Butler Service, automatisch dann auch frühmorgens meinen Tee, Kaffee bekomme. Ich kann auch alles aufs Zimmer bekommen. Das ist das Schlafzimmer. Das ist doch mal schön. Das ist aber wirklich herrlich. Also traumhaft. Old-fashioned Kolonialstil, wie dieser ganze alte Flügel dieses Majestic Hotels. Das Hotel hat außerdem einen Neubau nebendran, den Tower Wing. Da sind die Zimmer moderner, die kenne ich jetzt noch nicht. Hier im Majestic sind sie etwas luxuriöser, mit eigenem Restaurant, eigenem Frühstück und so weiter. Es ist alles sehr, sehr persönlich. Ich wurde soeben auch persönlich im Zimmer eingecheckt. Hier im Schrank befindet sich hier ein Bademantel, oder zwei Bademäntel, Bügel. Und auf dieser Schrankseite haben wir Regenschirm. Wir haben derzeit die Regenzeit in Malaysia. Da sind Schuhbeutel und so weiter. Es befindet sich ein Safe da, der leider keine innenliegende Steckdose hat. Aber was hier richtig schön luxuriös ist, diese Wäschebeutel sind auch für die Wäsche, für den Wäscheservice, der in diesen Zimmern auch complimentary ist. Hier kann man sich also auch gleich die Wäsche waschen lassen. Ja, Wasser gehört auch dazu. Sehr schön das riesige Bett, in dem ich die nächsten Tage wahrscheinlich ja, irgendwie verschwinden werde oder so, mich selbst suchen muss. Sehr schön. Und dann gehen wir doch mal hier rüber. Ah, dieser schöne Fauteuil, herrlich, schön groß. Ideal zum Fernschauen sehen. Da ist noch ein kleiner Anrichter. Da hätte ich noch das Licht anmachen können. Ja, und dann kommen wir ins Badezimmer. Schaut mal, diese herrliche Badewanne. Wow, hätte ich Lust, gleich mal reinzuspringen, aber wir treffen uns gleich zum Abendessen. Gut, Toilette, bekannt. Dann haben wir hier den schönen großen Spiegel. Und es klingelt an der Tür, das heißt, mein Koffer kommt jetzt gerade. Und da ist noch die Dusche mit riesiger Regendusche oben runter und so weiter. Herrlich. So, und dann holen wir uns doch gleich mal den Koffer ab. Herrlich. Dann wünsche ich euch was und viel Spaß und auf bald. Ciao, Servus und alles weiter auf Le Mans, das Genießer-Magazin.de.